Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir heute Morgen fröhliche, verkleidete Kinder, ich habe einen kleinen Tiger gesehen, mein Sohn ist als Frosch heute verkleidet, meine Tochter als Fee, dass wir diese fröhlichen Kinder heute Morgen gesehen haben auf dem Weg zur Kita oder in die Notbetreuung zur Schule, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Krise extrem belastend ist für Kinder und Jugendliche. Die gestern vorgestellte Studie des Uniklinikums Hamburg zur psychischen Gesundheit von Kindern in der Pandemie ist absolut alarmierend. 4 von 5 Kindern empfinden die Pandemie subjektiv als äußerst belastend. 7 von 10 Kindern geben eine geminderte Lebensqualität an. 3 von 10 Kindern leiden unter psychischen Auffälligkeiten. Und ich bin deshalb wirklich darüber erleichtert, dass wir inzwischen einen politischen Konsens darüber haben, dass Kinder und Jugendliche in dieser Krise absolute Priorität haben müssen. Anders übrigens als im Frühjahr, als noch die Möbelhäuser hier in Nordrhein-Westfalen vor den Spielplätzen geöffnet wurden. Und wenn jetzt die Inzidenzwerte Lockerungen zulassen, dann ist, finde ich, völlig klar, dass es zugunsten von Kindern und Jugendlichen sein muss oder anders ausgedrückt, dass wir Erwachsene uns noch länger gedulden müssen. Und ich finde, das sind wir den Kleinsten und den Kleinen in unserer Gesellschaft schuldig. Dass in Sachen Schulen keine bundesweit einheitlichen Regelungen gefunden wurden, das kann man bedauern. Aber ich finde, klar ist auch, dass Schule in unserem föderalen System nun einmal in der Länderhoheit liegt. Klar ist aber, dass mit diesem MPK-Beschluss die Verantwortung dafür, dass Infektionsschutz und Bildungsgerechtigkeit wirklich in Einklang gebracht werden, das liegt ganz klar bei der Schulministerin. Hinter den Beschlüssen der MPK oder der KMK kann sich diese Landesregierung in Sachen Schulen und Kitas nicht mehr verstecken. Und den Schritt jetzt zuerst die Grundschulen in Wechselmodelle zu schicken, das finden wir Grüne ausdrücklich richtig. Die Kinder haben seit inzwischen 2 Monaten ihre Schulen nicht mehr betreten. Und Bildungsexpertinnen und Experten weisen uns ja zu Recht darauf hin, dass dieser Zustand Bildungsungerechtigkeiten produziert, die nur ganz schwer wieder aufzuholen sind. Und wenn wir jetzt über Wechselmodelle sprechen, dann ist die Planungssicherheit für die Schulen und auch für die Schulträger das Gebot der Stunde. Und das sind auch die Rückmeldungen, die wir aus den Kommunen bekommen. Denn natürlich sind Wechselmodelle aufwendig. Da geht es auch um Räume, da geht es um mehr Personal. Das ist aufwendig. Und deshalb können wir nicht planen mit Wechselmodellen für vielleicht 2 oder 3 Wochen, sondern es muss da um längere Zeiträume gehen. Aus unserer Sicht mindestens bis Ostern angelegte Wechselmodelle für die Grundschulen, für kleine und feste Lerngruppen, für versetzten Unterricht, für zusätzliche Räume und für zusätzliche Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter. Und das können neben den Lehramtsstudierenden können es auch zum Beispiel die Nachhilfeinstitute sein. Die haben uns angeschrieben in einem offenen Brief, die haben sich an die Politik gewandt. Und in der Tat, wir brauchen eine Bildungsoffensive, in der alle Kräfte jetzt auch zusammengebunden werden müssen. Und Frau Gebauer, nutzen Sie doch diese Ressourcen, damit die Wechselmodelle zu einem echten Erfolgsmodell im Sinne der Kinder und auch der Lehrerinnen und Lehrer in dieser Krise werden. Der nächste Schritt, der dann ansteht, das sind die weiterführenden Schulen. Und aus unserer Sicht kann auch bei den weiterführenden Schulen der nächste Schritt nur sein, in den Wechselunterricht zu gehen. Regulärer Präsenzunterricht mit vollen Klassen ist für uns in dieser Infektionslage nicht vorstellbar. Und ich befürchte ein Stück weit, dass die Schulministerin keine verlässlichen Pläne für die weiteren Schulen aus der Schublade ziehen kann, die darüber hinausgehen, nur jetzt sozusagen die Abschlussjahrgänge wieder in die Schulen zu schicken. Und das ist sehr bedauerlich, dass es diese Pläne nicht gibt, aber vielleicht überraschen Sie uns ja gleich noch. Wir haben in den letzten Monaten so viele Zeiten, so viele Ferien der verpassten Chancen erlebt. Und das betrifft nicht nur das versenkte Ferienprogramm. Es wäre ausreichend Zeit gewesen, die Vorbereitungen zu treffen. Und Frau Gebauer,
Herr Kutschaty hat es ja schon angekündigt, dass Sie gleich um 16 Uhr eine Pressekonferenz haben. Wir Grüne, Frau Gebauer, wir erwarten von Ihnen, dass Sie uns gleich hier in dieser Debatte im Parlament über Ihre Pläne unterrichten. Ich finde, es kann nicht sein, und das muss ich auch wirklich als Abgeordnete, als Parlamentarierin hier so deutlich sagen, es kann nicht sein, dass Sie 30 Minuten nach dem Plenum vor die Presse treten. Sie sind rechenschaftspflichtig hier gegenüber dem Parlament, und deshalb erwarten wir auch von Ihnen, und vielleicht überraschen Sie uns da ja gleich, bislang haben Sie ja noch nicht in Unterrichtungen zu uns gesprochen, aber wir erwarten von Ihnen, dass Sie hier und heute und jetzt gleich in dieser Diskussion Klarheit über die geplanten Schritte zur Öffnung bei den Schulen hier treffen. Und ja, Herr Laschet, haben Sie schon gemacht, also wenn das die Pläne für die Schulen sind, also dann, ganz ehrlich, dann gute Nacht für die Schulen. Das ist hoffentlich nicht Ihr Ernst, sondern ich hoffe, dass die Schulministerin gleich hier ihre Pläne verkündet und das nicht nur gegenüber der Presse macht, sondern hier auch zur Debatte stellt. Und Herr Laschet, wo Sie mich aber gerade so angesprochen haben, dann können Sie mir vielleicht doch gleich noch mal einen Widerspruch erklären, und zwar in Bezug auf die Inzidenzwerte. Weil ich glaube, das ist nicht nur ein Widerspruch, sondern da gibt es auch einen Erklärungsbedarf, auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Denn wir haben immer bislang die 50 forciert, den Inzidenzwert von 50. Jetzt sagt man, beim Einzelhandel gehen wir auf die 35. Ich finde das sogar schlüssig, da komme ich gleich noch zu. Aber gleichzeitig sagt Frau Gebauer gestern in der Pressekonferenz, also der nächste Schritt bei den Schulen, bei den weiterführenden Schulen, erfolgt bei 50. Also was denn jetzt? Ich glaube, in der Kommunikation brauchen wir einen klaren Wert, 35 oder 50. Ich habe sogar eine gewisse Tendenz dazu, und auch, also ich finde es richtig zu sagen, wir gehen jetzt auf die 35, und zwar deshalb, weil wir von der Mutation ausgehen müssen. Wir wissen, dass die Mutation sich weiter verbreitet. Es ist ja auch nicht nur eine. Sie haben vorhin immer von der einen gesprochen. Es sind ja mehrere Mutationen, die wir derzeit auch haben. Wir wissen, dass die sich ausbreiten. Und deshalb finde ich diesen Wert von 35 bei der Öffnung des Einzelhandels sogar nachvollziehbar, weil wir alles daran setzen müssen, eine dritte Welle zu verhindern. Nur ich finde auch, dass die Politik gefordert ist, das klar zu kommunizieren, das klar zu erklären, damit da keine Missverständnisse entstehen und damit man auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger im Übrigen nicht verspielt. Und vielleicht noch kurz zu den Mutationen. Wir müssen ja inzwischen mehrere Kurven und R-Werte auch im Blick behalten. Es geht nicht mehr nur um das Virus von 2020, sondern es geht auch um die Mutation. Und wir wissen, dass der R-Wert der Mutation von 2020, dass der stark gesunken ist. Wir wissen aber auch, dass die Mutationen gerade in einem exponentiellen Wachstum sich befinden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mehr Sequenzierung vornehmen. Und Baden-Württemberg im Übrigen, das haben uns die Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württemberg noch mal bestätigt, die machen es uns ja vor. In Baden-Württemberg hat man ein Netzwerk gesponnen aus Unikliniken, aus privaten Laboren, die ein landesweites Netz haben, wo jeder positive Corona-Test inzwischen sequenziert wird. Und zwar nicht nur auf die bekannten Mutationen, sondern auch auf mögliche neue Mutationen wird in Baden-Württemberg untersucht. Und das finde ich absolut richtig. Und Herr Laumann, das erwarten wir auch für Nordrhein-Westfalen, dass wir hingehen, dass wir jeden positiven Test sequenzieren, einfach damit wir ein realistisches Bild über die Ausbreitung der Mutationen bekommen. Und nochmal zurück zum Thema Inzidenzwerten. Ich muss auch sagen, dass ich es ein Stück weit befremdlich finde, auch angesichts dieser Mutationen, angesichts des MPK-Beschlusses von gestern. Wenn ich auf Twitter sehe, und normalerweise ist Herr Löttgen ja immer derjenige, der seine Plenarreden mit der Sichtung von Tweets sozusagen vorbereitet, jetzt mache ich das heute mal. Ich finde das ein Stück weit befremdlich, Herr Pinkwart, wenn ich bei Twitter lese, dass ausgerechnet ein Minister dieser Koalition Tweets liked, wo 35 in Frage, der Inzidenzwert von 35 in Frage gestellt wird. Und ja, natürlich darf man selbstverständlich in einer Demokratie darüber diskutieren, welche Inzidenzwerte man anlegen sollte bei einem Öffnungsschritt vom Einzelhandel. Aber für mich ist das wieder einmal ein Beleg dafür, dass es in dieser Koalition kein abgestimmtes Konzept gibt, keine Linie für den Umgang mit der Pandemie,
keine einheitliche Kommunikation. Und das finde ich fatal. Es ist das Gegenteil von Vertrauen schaffen. Sie brauchen endlich diese abgestimmte Kommunikation, um auch die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Und Herr Pinkwart, Sie können ja gleich gerne auch noch mal was dazu sagen. Dafür ist ja die Plenardebatte auch gedacht, dass wir ins Gespräch kommen und diskutieren. Und vielleicht noch kurz zum Thema Wirtschaftshilfen. Der erste Öffnungsschritt für den Einzelhandel, für die Museen, für die Galerien ist immerhin ein kleiner Lichtblick. Aber es reicht nicht aus, denn von Luft und von Lichtblicken allein kann kein Solo-Selbstständiger, kein Kulturschaffender leben. Dass die Überbrückungshilfe 3 erst seit gestern beantragt werden kann, dass ein Großteil des Geldes der November- und Dezemberhilfen immer noch nicht angekommen ist, das ist ein absolutes Armutszeugnis dieser Bundesregierung. Und das Geld muss jetzt kommen, es muss dringend kommen, es muss zügig kommen, es muss auskömmlich sein und es muss auch unbürokratisch sein. Und an einem Punkt, Herr Laschet, muss ich Ihnen auch noch mal widersprechen. Und das betrifft das Thema Stufenpläne. Ich bleibe dabei, Herr Laschet, dass Stufenpläne wichtig sind oder wichtig wären, um Verlässlichkeit und Planbarkeit zu schaffen. Und uns reicht das Auf-Sicht-Fahren nicht aus, denn wer auf Sicht fährt, der stochert im Nebel, und das können wir hier nicht gebrauchen. Und die MPK hat ja sogar gesagt, dass man eine Öffnungsstrategie erarbeiten will. Aber eine Öffnungsstrategie ist doch viel zu wenig und ist aus meiner Sicht auch der falsche Ansatz. Ein Stufenplan hingegen, wo es nicht nur um Öffnungen geht, sondern wo es darum geht, klar festzulegen, ab welchem Inzidenzwert, und man müsste eigentlich noch weitere Parameter hinzunehmen, aber ab welchem Wert eben wo gelockert werden kann, aber gleichzeitig, wenn sozusagen die Zahlen auch wieder steigen, eben auch Dinge wieder zurückgenommen werden müssen, wo es wieder Verschärfung geben muss, das gibt doch eine Planbarkeit und eine Verlässlichkeit. Und das ist das größte oder das bevölkerungsreichste Bundesland, so muss man es jetzt sagen, es nicht schafft, mit einem Ministerpräsidenten an der Spitze, der auch Bundesvorsitzender der CDU ist, es nicht schafft, einen eigenen Plan vorzulegen. Das ist echt eine verpasste Chance, und das finde ich sehr schade. Und Herr Laschet, wenn Sie Ihre Rolle als CDU-Bundesvorsitzender so begreifen, dass Sie eine moderierende Rolle haben, dann haben wir uns da gar nicht einzumischen als Parlament. Aber von Ihnen als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen erwarten wir eine gestaltende Rolle in dieser Krise. Und dazu gehört auch die Ausarbeitung von konkreten Plänen, die Verlässlichkeit, die Planbarkeit und auch Vertrauen in politische Maßnahmen schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank.